Hallo zusammen, Natch Leadership Podcast am Start. Am Mikro, Anja Niekerken. Auf geht's. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mittwochsgedanken. Tada! Lindgren soll mal gesagt haben, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Wann nimmst du dir dafür Zeit? Es ist tatsächlich so, dass wir dafür auch Zeit haben müssen. Wir lenken uns ganz viel ab. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich gucke auch wahnsinnig gerne Netflix-Serien und ach, was weiß ich nicht alles, Hörbücher und mach dies und mach das. Aber einfach mal da zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen, dafür müssen wir tatsächlich Zeit haben, weil unser Gehirn braucht das. Unser Gehirn braucht diese Auszeiten, diese Pausen. Ich habe nun das Glück, ich habe 2 Hunde und auf dem Hundespaziergang habe ich jetzt nicht so viele Sachen, die ich tatsächlich direkt erledigen kann. Ich könnte zwar Hörbuch hören oder einen Podcast, mache ich aber so gut wie gar nicht. Auch gar keine Musik, sondern lasse meinen Gedanken freien Lauf und irgendwann hören sie dann auf. Irgendwann ist dann Ruhe im Karton, da oben in meinem Gedankensturm. Einfach durchs Gehen und in die Gegend gucken, meinen Hunden zu gucken. Selbstgespräche führe ich dann auch ganz gerne. Aber genau das braucht unser Gehirn, nicht die Selbstgespräche, die vielleicht auch manchmal, wer weiß, aber genau das braucht unser Gehirn, diese Pausen, diese Auszeiten, in denen es nichts tun muss. Das dauert eine Weile. Wer meditiert, kriegt das relativ gut, relativ schnell hin. Aber wer nicht meditiert, der kann sich so Hilfestellungen suchen, zum Beispiel spazieren gehen, ohne irgendwelche Sachen auf den Ohren zu haben. Bahnfahren, beim Bahnfahren einfach aus dem Fenster zu gucken, ist auch eine ganz tolle Sache. Richtig gut klappt es, am Meer zu sitzen und aufs Meer zu gucken. Das kann ich auch wahnsinnig gut, bin ich unglaublich talentiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder in den Bergen irgendwo die Aussicht zu genießen, so wirklich in so einen monotonen Rhythmus zu kommen. Das ist ganz wichtig für unser Gehirn, weil es braucht Pausen. Gönn dir das auch immer wieder bewusst. Gerade in stressigen Zeiten immer mal wieder diesen Ausstieg dir zu holen oder dir zu gönnen und zu sagen, okay, jetzt ist mal Ruhe im Karton und jetzt habe ich mal Zeit, einfach da zu sitzen und vor mich hinzuschauen. Das war's vom Natural Leadership Podcast für heute. Das waren die Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken. Es war mir ein Fest, dass du reingehört hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.